Herzlich willkommen zum ganzheitlichen Tierarzt-Podcast. Was passiert hinter den Kulissen? Was bewegt Tierärzte und Tierbesitzer? Und natürlich Real Talk. Hi, lieber Tierfreund. Mit einer der häufigsten Gründe, warum Tierbesitzer zum Tierarzt gehen, ist das Krallenschneiden. Na gut, denkt ihr, das ist ja jetzt überhaupt keine Krankheit. Nein, ist es auch nicht. Aber es gibt doch ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Es kann nämlich große Probleme geben, wenn die Krallen zu lang sind. Ein ganz besonders großes Problem stellt es zum Beispiel dar, dass bei Hunden, wo die Krallen immer länger werden, die große Gefahr besteht, dass auch das Blutgefäß immer weiter in die Spitze zieht. Das heißt, die Krallenanatomie verlängert sich. Das bedeutet, das Blutgefäß geht mehr in die Spitze. Und wenn ich dann die Kralle auf eine normale Größe, Länge zurückschneiden will, dann schneide ich bereits in ein Blutgefäß, was die Gefahr birgt eines Infektes, aber natürlich auch für das Tier schon schmerzhaft ist. Ich habe doch schon erlebt, dass es ein Besitzer zu Hause selber machen wollte, nachts um 12:30 bei mir im Notdienst anrief und meinte, ja, ich wollte gerade meinem Hund die Krallen schneiden, jetzt bluten 5. Und ich mich dann frage, warum hört man nicht nach der ersten Blutenden auf? Nein, schön weitergemacht. Also deshalb, da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn die Krallen sehr lang sind, lieber den Tierarzt machen lassen. Was nicht bedeutet, dass nicht auch mir das gelegentlich mal passiert, dass eine Kralle blutet. Gerade bei schwarzen Krallen ist es wirklich ganz, ganz viel erfahrungswert, wie lang ist die Kralle, wo ist das Blutgefäß. Wenn man das einfach nicht mehr sehen kann durch ein Misswachstum, dann ist es manchmal auch ein bisschen Versuch und Irrtum und einfach viel, viel Erfahrung, aber trotzdem kann es mal passieren. Zwei Tipps, was wir einfach schnell nehmen, ist so ein kleiner Lötkolben. Das ist eigentlich kein veterinärmedizinisches Produkt, sondern das ist wirklich so ein kleiner, wie ein Lötkolben, wo man draufdrückt, das vorne heiß und dann verödet man das Blutgefäß. Was sich bei nicht allzu starken Blutungen auch bewährt hat, ist ein Stück Seife, ein bisschen ein Stück Kernseife, und das schabt man quasi über die Kralle. Diese Seifenpartikel setzen sich dann vorne vor das Blutgefäß. Und die Tenside, also das, was beim Waschen die Eiweiße rauslöst, das ist jetzt im Waschpulver und auch in so einer Handseife, das bringt das Blut dazu zu koagulieren und die Blutung steht schneller. Ist auch so, wenn man selber öfters die Krallen schneidet, super, erste Hilferezept für zu Hause. Selbst wir in der Praxis haben so einen Seifeklotz in dem Schrank liegen. Dann ist es bei Hunden so, oft werde ich gefragt, ja, woran erkennt man einfach, dass die Krallen zu lang sind? Wenn euer Hund alle vier Füße gleichmäßig belastet, also sein Gewicht sehr gleichmäßig verteilt im ruhigen Stehen, und die Krallen haben noch Abstand zum Boden, sodass man ein paar Blatt Papier oder ein Stück Pappe drunter schieben kann, dann sind sie kurz genug. Liegen sie dann schon press an oder drücken sie schon nach oben, dann sind sie definitiv zu lang und sollten gekürzt werden. Großes Problem spielen oftmals die Daumenkrallen, die sind vorne, oder die Wolfs- oder Afterkrallen, die sind am Hinterbein. Es wird ganz oft verwechselt, dass dann Personen sagen, ja, können wir nicht die Wolfskrallen operieren, und ich suche und suche, sie hat gar keine. Ja, da vorne hier am Bein. Nein, das ist keine Wolfskralle, das ist die Daumenkralle. Also Wolfskrallen sind wirklich nur hinten, und auch die, gerade bei Bernern und anderen, ist es oft so, dass sie so Doppelkrallen haben, wie bei so einem Adler, dass man sagt, okay, die laufen schnell Gefahr, miteinander zu verwachsen oder auch schnell rund zu werden, weil diese hängen einfach nur dran. Und ja, obwohl der Daumen auch knöcher mit dem Gelenk, mit dem Skelett verbunden ist, ist es so, dass wir einfach dort keinerlei Abrieb haben. Manche Hunde knabbern dran und kürzen die sich, aber gerade Daumen und Wolfskralle sollten eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Man kann natürlich bei einigen Hunden das forcieren, dass man sagt, okay, wir laufen mehr Asphalt. Das ist manchmal dann wieder für die Ballen nicht so gut. Das heißt, einfach den normalen Abrieb haben viele Hunde gar nicht mehr. Selbst wenn man viel auf Asphalt oder Schotter läuft, da muss man natürlich ein Auge auf die Ballen haben. Aber es gibt auch Hunde wie Chihuahuas, die sind einfach mittlerweile viel zu leicht. Und die laufen ganz normal und laufen sehr viel. Aber die laufen sich einfach die Krallen nicht mehr ab. So, dass wir einfach sagen müssen, okay, man muss da regelmäßig nachhelfen. Genau wie einige Rassen ja auch regelmäßig zum Hundefriseur müssen. Deshalb bei den Rassen sehr aufpassen und dann regelmäßig die Krallen kürzen lassen. Auch bei Katzen kommt es immer mal wieder vor, dass diese einfach ihre Krallen nicht abwetzen.
das muss man mir einfach mal kurz einer die Vorfahrt nehmen wollen. Da muss man einfach sagen, ja, dass auch Katzen das Problem haben, es gibt welche, die wetzen nicht, denen kann man noch so viele Kratzbäume hinstellen, aber die gehen auch nicht an die teuren Möbel, die wollen einfach nicht Krallen wetzen. Selbst Katzen, die rausgehen, da gibt es einfach welche, die ja, gehen nicht an den Baum zum Krallen wetzen. Auch da muss man manchmal nachhelfen. Insbesondere bei älteren Katzen, gerade Perser habe ich die Erfahrung gemacht und ein paar andere, da werden die Krallen sehr, sehr oft rund. Die Katzenbesitzer unter euch kennen das, dass manchmal so Krallen schmelzen in der Wohnung liegen. Und zwar gehen Katzen hin und ziehen sich ihre Krallen oftmals durch die Zähne oder kauen ihren Krallen und holen sich dann innen aus der Hohlkehlung der Kralle das lose Horn. Und wenn das halt nicht rausgepflückt wird von der Katze, einfach weil sie vielleicht älter ist, eine Arthrose hat, nicht mehr so beweglich ist, ihr bestimmte Bewegungen wehtun, dann macht sie das eben nicht mehr intensiv. Und dann passiert es recht häufig, dass einfach die Kralle rund wird und dann auch häufig in den Ballen einwächst. Also es ist schon öfters so, dass ich bei älteren Katzen, ich habe so selber den Eindruck subjektiv, dass es häufig Perser sind, dass dann wirklich auch an 4-5 Zehen die Krallen eingewachsen sind in den Ballen. Das muss natürlich sein, das ist schmerzhaft. Also da lieber nachgucken lassen und wenn sich die Katze zu Hause keine Krallen schneiden lässt, dann einfach hier zum Tierarzt gehen und das dort machen lassen. Auch hier wieder die kurze Empfehlung, frühzeitig mit Hund und Katze Medical Training zu machen, weil es da einfach so ist, dass die Hunde und die Katzen sich frühzeitig dran gewöhnen und sich dann, wenn das ist, das auch besser gefallen lassen. Wenn eine Katze es einfach nicht gewöhnt ist, dass man an die Krallen geht oder ins Maul guckt oder Ohrentropfen reinmacht, genau so ein Hund, dann ist aber das Problem, ja, im Krankheitsfall hat man dann ein Riesenproblem, wenn die sich eben nicht alles gefallen lassen. Das sind eben Fälle, wo dann Hundebesitzer sagt, ich kann dem keine Ohrentropfen reinmachen, mein Hund würde mich beißen. Wo ich dann sage, ja, dann haben wir jetzt ein handfestes Problem. Das muss man halt jetzt 2 Wochen lang zweimal täglich machen. Große Mahlzeit. Bei Meerschweinchen, bei Kaninchen und auch bei Vögeln kommt es auch recht häufig vor, dass wir dort Krallen schneiden müssen. Insbesondere Vögel, die halt jetzt auf der Stange sitzen, keine Naturhölzer haben. Aber auch die haben manchmal das Problem, dann Rundhölzer benutzen, die halt immer den gleichen Grip haben und die gleiche Dicke. Da passiert es auch, dass die Krallen viel, viel zu lang werden. Deshalb auch hier immer wieder gucken und im Zweifelsfall Krallen schneiden lassen. Darum achtet regelmäßig auf die Krallen von eurem Vierbeiner. Ja, Vierbeiner finde ich ganz richtig, wenn wir die Vögel mit reinnehmen. Darum einmal regelmäßig darauf achten, wenn die sich zu Hause schneiden, zu Hause machen, sonst immer mal wieder zum Tierarzt gehen. Habt ein Auge drauf. Liebe Grüße und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Abonniere gleich den Podcast, damit du nichts mehr verpasst. Und danke dir für eine positive Bewertung hier bei iTunes. Weitere Infos, Einladungen zu Seminaren, Checklisten und vieles mehr findest du in den Shownotes. Und auf den nächsten Podcast musst du gar nicht lange warten, denn morgen geht's direkt weiter hier mit Henning Wills.